Eminenzen, wohin man blickt, im Prater-Oval. Der Boss der Nationalmannschaft ist da, der Boss der Austria lässt sich auch mal wieder blicken. Aber im Mittelpunkt stehen natürlich die 22 Akteure auf dem Platz. Rapid dominiert die Anfangsphase. Feldhofer und kurz darauf Steffen Hofmann prüfen Austrias die Dulitzer. 20 Minuten vorbei, Freistoß an die Ivanschitz. Da hat nicht viel gefehlt. Der Meistertrainer mit stoischem Blick sieht dann diese Szene. Konter Rapid. Hofmann zurück auf Andi Ivanschitz. Dieser Schuss ging Richtung Parkplatz. Minute 36, schlechte Kopfballabwehr Burgstaller. Und dann dieser Schuss von Ruschfeld. Tolles Tor des Norwegers. Der hat da Wolle abgezogen. Keine Chance für Helge Peier. Kurz vor der Pause die Ausgleichsmöglichkeit für Lavare, aber der Belgier vergibt. Und auf der Gegenseite trifft Vastic per Freistoß die Latte. Es bleibt aber vor den Augen des Herrn Bundespräsidenten beim 1-0 für Violett nach 45 Minuten. Die 52. Minute, Freistoß Hofmann an die Latte und im selben Atemzug träumt die Dulitzer Sebastian Martinez in unnachahmlicher Manier zur Seite. Aber kein Tor und kein Elfer für Rapid. Allerdings, auch auf der anderen Seite bleibt der Elferpfiff nach Faulans Jonko aus. Und dann schlägt wieder Karate Joey zu. Die Dulitzer mäht Lavare à la Toni Schumacher um. Unglaublicher Ausraster von die Dulitzer, der natürlich die rote Karte sieht. Das Opfer Axel Lavare ist schwer gezeichnet, kann aber froh sein, überhaupt noch zu stehen. Ein unrühmlicher Höhepunkt in einem spannenden Derby. Die Wiener Austria bezwingt Meister Rapid mit 1-0. Die Party im Grün-Weiß gibt's aber dennoch.